Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Final Fantasy 3. Wir sind jetzt gerade in der Lava-Höhle und werden die jetzt wahrscheinlich in diesem Video abschließen, außer sie ist unendlich lang. Wie immer spamme ich die A- bzw. X-Taste, je nachdem welchen Controller man eben benutzt. Und oh Gott, grüne Bomber. Du kriegst mal ein... Ich gebe mal beide Eis ab. Und du benutzt mal deinen Eisstab. Und du greifst normal an und du greifst normal an. Mal sehen, was passiert. Tatsächlich, er kann tatsächlich den Eisstab benutzen. Und wow, er macht Schaden. Ha. Eis. Gut, dass wir so viele Eiszauber haben. Schade, dass sie immer noch keinen Schaden macht. So, für einzelne Gegner darfst du auch deinen Eisstab benutzen, damit wir unsere Mana-Punkte nicht verbrauchen. Weil die brauchen wir erstens zum Heilen und zweitens, um die Gegner zu AOEen. Mit Flächenschaden weg zu nuken. Antarktiswind, apropos. Sachen, die unsere MP sparen. Oh Gott. Big Turtle. Ah, krieg ich da zum Schaden. Okay. Und noch ein Eisstab? Reicht das schon? Nein, noch nicht. Ah! Es beißt mich. Oh nein. Das Ende ist nah. Oh, wir haben gewonnen. Okay. Yay! Aber Refia und Ingis machen immer noch keinen Schaden. Naja. Naja. Habe ich noch eine. Habe ich noch ein Vita übrig? Ne, das habe ich auf ihm. Leg das mal ab und gib das mal ihr. Weil dann kann ich nämlich genau das machen, was ich will, nämlich im Menü heilen. Und muss nicht die MP von unserem richtigen Weißmagier verbrauchen. Dann kann ich im Menü mit Refia heilen, solange ich die MP und die Möglichkeit habe. Ah! Es brennt! Wir sind ja auch durch glühende Lava gegangen. Sag mal, wieso hat eigentlich jedes einzelne Tier in diesem Spiel ein Horn auf dem Kopf? Ich meine, ich habe echt nichts gegen... Warum greift der nochmal an? Ich habe echt nichts gegen Einhörner und so, ne? Aber warum konnte ich nicht abbrechen? Was ist passiert hier? What's going on? Wieso halten die so viel aus? Ach so, deswegen kann ich nicht abbrechen, weil ich die falsche Taste drücke. Ach so. So, jetzt aber mal ohne... Weiß, kein Preis. So, so. Nein, 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 nein. So, so. Ich wünschte, der Krieger hätte einen Taunt hier. Und nicht einen Angriff, mit dem man mehr Schaden macht. Aber ich glaube, wenn er einen Taunt hätte, also einen Spottangriff, um die, also die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich zu ziehen, für diejenigen, die keine MMOs spielen, ja, ich weiß nicht, dann wäre das halt kacke, ne? Ich glaube, es wäre ziemlich overpowered. Noch ein Antarktiswind. Meh. Hier. Gesamte Gruppe. So, sieht gut aus. So, du gehst nach hinten. Da, wo du hingehörst. Ist doch noch bestimmt irgendwas, oder? Nein. Hätte schwören können, hier könnte was sein. Oh, jetzt müssen wir in der Lava kämpfen. Oh Gott, eine riesige Schildkröte. So, ne, mach doch mal deinen Stab, ne? Und du auch. Ihr kennt ja eure Befehle. Papa. Die Stäbe sind so praktisch. Die sind so praktisch, ich glaube das nicht. Ich glaube, mit den Eis, also mit den Stäben könntest du echt eine saustarke Gruppe machen. Ah. Ei. Die laufen da durch, als wäre das so ein bisschen zu heißes Badewasser. Aber es ist halt immer noch flüssige Lava. Schaut mal, wie schnell die da hinten fließt. Lava sollte eigentlich nicht so schnell fließen. Bin ich zumindest davon überzeugt. Nein! Mein Heiler. Mein Heiler ist tot. Ah! Arg! Wieso immer du? Kein Wunder, dass der immer hinterherhängt. Von den XP her. Oh, wir hätten Phönixfedern kaufen müssen. Oh, damn it.
Na gut, dann muss ich das halt mal ordentlich spielen. Alle heilen? Ja. Und jetzt lauft! Ah! Es brennt mir die Sohlen weg! Noch eine dicke Schildkröte. Stopp. So, du machst mal deinen Eisstab wieder. Jetzt kämpfst du. Ha! Huh. Ja! Hey! Feurer! Oh! Okay. Muss ich gleich im Menü halt wieder heilen. Hey, Refia fängt langsam an, Schaden zu machen. 77 Schaden ist doch schon mal ganz okay. Dafür, dass es kein Mana braucht. Ein Arktiswind lassen die fallen. Das ist ja interessant. Ja, jetzt ist gut. Und weiter rein. Ich glaube, Gutsko wird uns richtig zur Sau machen. Wir haben nämlich nicht genug Phönixfedern dafür. Und zwei. Zwei Stück an der Zahl. Oh, cool. Ein Angriffsvorteil. Nice. Bringt die um. Ah, okay. Die halten also nicht so viel aus, die Bomber. Oder, naja, die kriegen halt einfach so viel Eisschaden auch, ne? Der müsste jetzt auch tot sein. Jawohl. Alles easy, alles free. Also ich muss sagen, wir düsen hier ganz schön durch das Spiel durch und das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, es geht weiter. Weil, ich habe es schon mal angesprochen, aber in Final Fantasy 2 und 1 hast du halt echt lange einfach gebraucht, um durch diese Dungeons durchzukommen. Und irgendwann gehen einem einfach die Themen aus zum drüber quatschen. Und ich meine, gucke mal. Hier sind die Dungeons cool, sind kleine Labyrinthe, du musst dich wirklich ein bisschen umgucken, um die Sachen zu finden. Und die Random Encounters sind halt nicht viele, aber sie sind halt relativ knifflig. Also wir sterben auch mal in einem Random Encounter. Und das ist ja auch gut so, das soll ja auch so sein. Das soll ja nicht ganz einfach sein. Du sollst ja ein bisschen dafür arbeiten, um ein Held zu sein. Und durch die... Ich mag das eben, wenn du ein bisschen strategisch kämpfen musst und nicht einfach nur wie so ein Bekloppi die ganze Zeit eine Taste spammst. Ich meine, das mache ich zwar hauptsächlich auch jetzt hier mit dem Autokampf, aber den muss ich ja erstmal richtig einstellen. Eisklinge. Hauptsächlich mache ich den Autokampf, weil es halt schneller geht für uns. Eine Eisklinge kriegst du, weil wir sind hier in einem Feuerdungeon. Da müsstest du jetzt eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Hoffe ich jetzt mal. Und es lohnt sich auch, sich hier umzusehen, weil in Final Fantasy 1 und 2 hat es sich teilweise auch gelohnt, sich umzusehen, aber wir haben halt meistens irgendwelche Potions und Zelte und so bekommen. Und das ist halt langweilig. Und das Schwert sieht ein bisschen aus wie das Schwert aus Dark Souls 3, dieses Eisschwert, das man von dem Typen unterhalb des... Wie heißt denn das? Unterhalb von dem... vom Zwiebelritter bekommt. Für diejenigen, die wissen, was ich meine, gut. Für diejenigen, die es nicht wissen, tja, hättet ihr mal Dark Souls 3 gespielt, wa? Oh Gott, wo geht's lang? Heil mal nochmal ihn. Und jetzt kann er nochmal heilen, und zwar alle. Und nochmal alle. Gehe ich nach oben? Ich glaube, oben ist eine Sackgasse. Yep. Mein Gespür! Oh, eine Phönixfeder, das ist aber nice. So, kann ich jetzt hier... Nee, nix. Absolut gar nichts. Absolute Enttäuschung. Huch. So. Da, 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 da. So viel Schaden macht jetzt eigentlich der gute Mann. 420, ey. Also der gute Krieger da drüben. Na gut, nix. Der Krieger macht keinen Schaden, weil er nicht drankommt. Oh, die World of Warcraft Krieger. Die sind ja auch ganz interessant. Also ich habe in Classic, als WoW Classic rauskam im August, also das, ne, das, da kam mir so eine neue Version von WoW Classic raus, was ich das alle Spieler gewünscht haben seit Jahren. Und ja, war saugeil. Hat auch sau viel Spaß gemacht und ich hätte sogar wirklich wieder ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, ich warte auf Burning Crusade, falls das kommt. Weil dann werde ich da drin wahrscheinlich leben für den Rest meiner Tage.
Auf jeden Fall habe ich in Classic einen Krieger gespielt. Und war ganz interessant, weil das war halt... Wer heutzutage WoW spielt, der weiß, dass es relativ schnell alles ist. Es ist alles relativ einfach und es ist alles relativ schnell. Aber in WoW Classic ist alles halt schwer. Da ist schon ein einfaches Levelgebiet einfach schwer. Das bedeutet, wenn du zwei Mobs oder mehr ziehst, bist du halt im Normalfall tot. Ah, wobei zwei Mobs gehen vielleicht nach, je nach Klasse noch. Aber mit drei Gegnern wird es schon echt happig. Und ich habe einen Tank gespielt, weil mir gesagt wurde, ja, Tank ist voll, macht voll Spaß. Und ja, Tank macht keinen Spaß, weil ich habe eigentlich erwartet, dass die Leute halt so spielen wie früher, als ich WoW angefangen habe, damals vor über 10 Jahren. God damn, 10 Jahre. Und dass die ein bisschen Geduld hätten und dass die halt auch mal einfach stehen bleiben und sich umgucken. Ich habe die Taste gedrückt. Aber nein, die spielen so wie bei, oder die haben so gespielt wie bei Retail, bei WoW Battle for Azeroth zum Beispiel jetzt. Das war knapp. So, du benutzt jetzt auch mal deinen Eisstab wieder und jetzt geht's weiter. Nee, die versuchen halt alles zu min-maxen und alles so schnell und stark wie möglich zu machen und das ist doof. Ich habe sogar mit Tankhaltung gequestet mit meinem Schild. War nämlich total geil. Ich habe zwar voll lange gebraucht für einen einzelnen Mob, aber ich konnte halt auch einfach mal drei oder vier Mobs gleichzeitig killen, ohne dass ich größere Probleme habe. Hat halt ewig gedauert, ne? Sag auch nicht, dass es effektiv ist oder so. Aber ich kam eigentlich relativ gut durch. Und hätte ich alles außer einem Krieger gespielt, weil ich war ja Level 40, das hat mehrere Tage Spielzeit gedauert. Und Stein. Wenn ich dafür jetzt irgendwas brauche, ne? Ah, okay. Auf jeden Fall habe ich viele, viele, viele Stunden reingejagt. Und schlussendlich habe ich mich dann entschieden aufzuhören. Einfach weil ich keinen Bock hatte, mir noch eine Klasse hochzuziehen und mir der Krieger nicht mehr gefallen. Also der Krieger hat mir super gefallen, ich liebe den Krieger. Aber du kannst ja keine DD spielen mit einem Schild. Dann lachen dich die anderen DDs aus. Dann wirst du im Damage-Dealer Kindergarten gleich gemobbt. Und das ist doof. Ja, und dann habe ich halt aufgehört. Und jetzt bin ich hier und mache Let's Plays. Ey! Hätte ich damals den Hexenmeister angefangen, den ich eigentlich hätte spielen wollen. Oder den ich auch hätte spielen wollen. Dann würde ich jetzt vielleicht immer noch WoW Classic spielen, wer weiß. Wer weiß. Aber ich glaube, ich warte einfach auf Burning Crusade. Und dann mache ich mir irgendwas Cooles und dann habe ich da Spaß mit. Oh oh, die Musik kenne ich. Das ist die Musik des Kristalls. Heilen uns mal nochmal. Und jetzt gehen wir da rein. Ah, okay. Der Feuerkristall. Und wo ist Gutsko? Ach da. Warum ist er eigentlich so ein Arsch? Ja, nun besitze ich die Kraft des Feuers. Sie fließt durch meine Adern. Aber das reicht nicht. Die wahre Kraft des Kristalls erhalte ich nur, indem ich die besiege, die vom Licht gesegnet sind. Und das seid ihr! Oh boy. Gutsko greift dich an. Die Augen von dem Drachen. Hier, Aisra, ein Salamander. Okay, sorry, kein Drache. Ich habe leider kein Protest oder sowas. Sie kann auch nichts und er kann auch nichts. Greif mal an. Wir sind quasi fast beinahe eine richtige Gruppe. 660 Schaden. 38, das ist ja nix. Okay. Eisstab. 0. Was?
Na gut, wenn der Eisstab nicht funktioniert, dann... Heil doch mal Refia. Wobei, eigentlich kannst du uns alle heilen. Die hat noch nicht so viel Schaden. Dann ist die Chance höher, dass wir den Schaden abfangen, den er gleich uns verursacht. Indem er jemand anderen angreift. Oh ja, zum Beispiel ihn. Sehr gut. Also nicht, dass er uns gerettet, sondern sehr gut, dass wir alle auf alle gezaubert haben, damit das hier funktioniert. 600 Schaden. Dicker Damage, dicker Damage. Ich fahr voll auf die Musik in dem Spiel ab, die ist nice. Die ist richtig nice, Stein. Ja. Angriff und mach nochmal Ausfallschritt. Oh, kein. Warum hat er jetzt angegriffen? Hat er keine Mana-Punkte mehr? Oh Gott. Das kommt davon, wenn man alles schnell machen will. Oh nein! Wie viel heilt das eigentlich? Nicht genug. So, nein, er hat keine Mana mehr. Na gut, dann spam mal weiter Eis auf ihn. Wir könnten mal Aero benutzen. Aber jetzt müssen wir uns ja sowieso erstmal selber heilen. Angriff, Ausfallschritt und drauf bomben. Sehr schön. 160 ist gar nicht so schlecht. Aber da muss man auch bedenken, oh boy, dass er halt eine Eisschwäche hat und wir den Ausfallschritt nutzen. 120, das ist ja nicht so viel. Also bis auf die Augen sieht er eigentlich ganz cool aus, ne? Der Drache. Eis. Und... Mach mal Vitra auf alle. Auf Nummer sicher gehen. Halt, Ausfallschritt. Ja, sehr gut. Und jetzt nochmal auf Lunef. Ich wollte schon wieder Jergo sagen. Es sieht halt aus wie unser Jergo aus Final Fantasy. Ja, das ganze Feuer, was hier rumsteht. 12 Schaden mit Eis. This is bad, guys. This is bad. Und was anderes, was ich benutzen kann? Blitz vielleicht? Mach mal Aero, mal schauen, wie viel Schaden das macht. Du greifst an und du musst uns durchziehen hier. Aero! Null. Kill. Oh. Das war guter Schaden. Also von Ingis, nicht von Refia. Nee, macht alles keinen Schaden. Shit. Was nun? Ich habe keinen Äther. Greif den an. Und du machst halt weiter Vita auf die Gruppe. Und dann müssen unsere zwei Damage-Spieler, unsere zwei physischen Schadensmacher, halt mal Schaden machen. Holy shit. Und ich dachte schon, der wird easy peasy, als ich den Damage vom Eisra vorhin gesehen habe. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Wenn der Magier schon angreifen muss. Ne, Rotmagier zumindest. Ich habe da bestimmt noch eine richtige Waffe für ihn. Rüsten. Oh, Blitzklinge. Ich will keine Feuerklinge benutzen, das ist Quatsch. Irgendwas hier? Ne. Dann greif ihn so an! Und du machst mal Vita. Du greifst natürlich an und du greifst natürlich auch an. Mit zwei riesigen Säbeln. Mal gucken, ob das Schaden macht. Ich schätze ja fast nicht. Au! Äh? 50? Ist mehr als 20. Oh yeah. Okay, wir müssen auf jeden Fall Ingis am Leben halten. Alles andere ist okay.
Am Leben halten sollte auch kein Problem sein. Oh boy. Ich würde schon sagen, merkt er, wer ihm am meisten Schaden macht, weil... das wäre nicht gut. Jetzt stirb schon! Drachenarsch! Immer noch nicht. Wow. Der hält echt viel aus. Ich wünschte, wir hätten einen analysieren Zauber. Ich fühle mich wirklich, als würde ich neben einem Orchester sitzen. So laut ist das für mich. Ja, und? Nein, immer noch nicht. Oha. Schweres Spiel? Fragezeichen. Finde ich aber gut. Finde ich ja nicht schlecht. Im Gegenteil, finde ich gut. Ich meine, wäre Ark jetzt der Krieger, würde der wahrscheinlich mehr Schaden machen als Ingus, weil Ingus ja jetzt nur Level 5 oder so ist mit Krieger. Oh boy. Jetzt muss aber langsam mal reichen, oder? Wow. Langsam geht mir das Mana aus. Komm schon! Komm schon! Mach den Tod! Er ist bloß eine riesige, fette Echse. Es reicht nicht! Er stirbt nicht! Hilfe! Mach den alle! Die Waffen, die Lunefahrt hat, erinnern mich übrigens auch stark an irgendwelche Säbel, die ich in WoW mal gesehen habe. Aber irrelevant. Kritisch macht genauso viel Schaden wie normaler Schlag, okay? Interessante Beobachtung. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht, Leute. Der stirbt nicht. So, wieder angreifen. Ausfallschritt. Ah, ich muss ja Lunef nach vorne stellen. Feueratem. Oh, das ist neu. Oh! Wir brauchen dringend ein Vitra jetzt gleich. Am besten jetzt sofort. Oder er stirbt jetzt! Nein. Er möchte nicht gehen. Nach vorne. Vitra. Auf alle. Angriff auf alle. Ausfallschritt auf alle. Weil es sind auch alle Feinde, wenn es nur einer ist. Oh Gott sei Dank, Vitra kam zuerst durch. Buh. Bin gespannt, wie viel Schaden Lunef jetzt macht, jetzt wo er vorne steht. Wenn er dann gleich in der nächsten Runde dran ist. Also sprich jetzt. Verteidigen. Angreifen. Und Ausfallschritt. Achso, natürlich kriegt Ingus mehr Schaden als Lunef. Ingus benutzt die ganze Zeit Ausfallschritt. Das reduziert seine Verteidigung. Er will nicht sterben. Er weigert sich. Oh, nice. 84. 84 ist okay. Verteidigen. Angreifen. Mann, der ist ja schlimmer als Omega in Final Fantasy 1. Oder Omega. Oh boy. Gut, dass er das nicht zweimal hintereinander macht. Also den Feueratem. Ingus, dir gebührt die Ehre. Yay! Holy Quark, war das schwer. Gefällt mir gut. Yay! 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 Dicke Level für alle. Okay, der ist tot.
Du hast Gutsko besiegt und du erhältst die Hörner des Eises. Erneut. Und wo wir schon mal da sind. Das muss der Feuerkristall sein. Und hier höre ich jetzt mit meiner Aufnahme für heute auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Final Fantasy 3. Wenn ihr lieber was anderes von mir sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wurfel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.